Apple hat diese Woche neue iPads vorgestellt und ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir uns heute über die neuen iPads unterhalten und vor allem auch über den neuen Stift. Am Dienstag hat Apple neue iPads vorgestellt und zwar einmal das iPad Air in der 11 Zoll und 13 Zoll Variante und auch das neue iPad Pro in der 11 Zoll und 13 Zoll Variante. Dazu gibt es noch einen schönen neuen Stift. Das ist jetzt der Apple Pencil Pro, der darüber hinaus nur mit diesen beiden iPads kompatibel ist. Das heißt, der neue Apple Pro Pencil ist nur mit dem neuen iPad Air und dem neuen iPad Pro kompatibel. Das heißt, wenn ihr ältere Geräte habt, funktioniert dieser Stift nicht. Fangen wir mit dem Stift an, weil das ist das relativ entspannteste dabei. Was dieser Stift jetzt neu macht, ist, dass er so eine Art Gyroscope vorne mit dran hat. Das heißt, ihr könnt den Stift vorne jetzt zusammen drücken, ihr bekommt ein bisschen haptischeres Feedback und könnt damit neue Aktionen hinterlegen. Plus eben auch mit diesem Stift jetzt den leicht rotieren praktisch. Und durch diese Rotation könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Zeichenprogramme habt, die das Ganze dann unterstützen, zum Beispiel sagen, ihr habt jetzt halt einen vertikalen Strich oder so ein Brush und ihr dreht praktisch, ihr drückt zusammen, dreht diesen Stift und dann dreht sich praktisch dieser Brush dann mit, je nachdem, was ihr da für eine App dann verwendet. Das ist relativ cool. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt. Und dann gibt es Neuerungen, nämlich es gibt das iPad Air, das hat jetzt den M2-Chip bekommen, aus irgendeinem Grund nicht den M3-Chip, warum auch immer, habe ich nicht ganz verstanden, aber okay, iPad Air gibt es jetzt in 11 Zoll und neu auch in 13 Zoll. Vorher war das ja 10, irgendwas Zoll beim iPad Air, jetzt sind es 11 Zoll und 13 Zoll. Es kommt ein M2-Chip rein, das heißt, Performance wird definitiv okay sein, wo auch immer man die Performance bei so einem iPad dann braucht. Ich glaube, das haut nicht so ganz hin. Also, weiß ich nicht. Es ist immer noch ein Tablet dann. Klar hat man viel Performance, aber ich glaube, die Apps geben das nicht so wirklich her, dass man da einen großen Mehrwert davon dann hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was jetzt der schöne Vorteil beim iPad Air noch ist, dass, wie gesagt, es gibt jetzt eine größere Variante. Das heißt, wer immer schon mal ein größeres iPad haben wollte, aber nicht auf das iPad Pro gehen wollte, kriegt jetzt ein 13 Zoll iPad Air. Das ist relativ cool. Was auch schön ist, dass der Startpreis sich reduziert hat. Das heißt, das Einstiegsmodell, das heißt, das 11 Zoll iPad Air ist jetzt ein bisschen günstiger, kostet jetzt ab 699 € ist es verfügbar. Das heißt, es ist ein Anführungsstrichen relativ günstiger Einstieg dafür, dass es ein iPad ist. Und auch mit der Performance, mit den Themen etc. Gerade wenn ihr schon in diesem Apple-Kosmos dann drin seid, ist das, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Dafür sind auch die anderen iPads auch nochmal deutlich günstiger geworden. Also das günstigste iPad sind jetzt, glaube ich, 450 €. Das heißt, der Einstieg ist deutlich besser. Was ein bisschen schade ist, das sind die Farben. Es gibt ein paar Farben. Es gibt nämlich Blau, es gibt Violett, es gibt Polarstern und es gibt Space Grau. Wobei man fairerweise sagen muss, diese ganzen Farben sehen alle irgendwie so aus, als sind es verschiedene Grautöne. Ich mag diese seichten Farben bei diesen neuen Apple-Produkten. Ich mag das nicht. Ich mag es schon, wenn es ein bisschen knalliger ist. Oder was heißt knalliger? Wenn es ein bisschen kräftiger ist, wie das iPhone 14 beispielsweise. Das hatte so ein wunderschönes Lila beispielsweise. Das iPhone 15 hatte, glaube ich, also ein ganz komisches Violett nur. Nee, Violett gab es da gar nicht. Die Titanium waren ganz cool. Aber jetzt hier das Violett, das sieht mehr so aus wie ein leichter Grauton einfach, genauso wie das Blau. Das ist einfach ein bläulicheres Grau irgendwie. Also ich mag diese Farbgebung nicht. Das ist so ein bisschen seltsam in dem Sinne. Klar, Apple claimt hier Performance, blablabla, blablabla, für noch bessere Themen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, so spannend wird das nicht. Das iPad Air ist auch wieder mit der Tastatur kompatibel. Das heißt, es gibt jetzt praktisch für das iPad Pro gibt es eine neue Tastatur. Für das iPad Air, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es noch das alte Magic Keyboard, was man verwenden kann. Das heißt, da gibt es keine neue Tastatur. Es war, glaube ich, nur für das Pro, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ist praktisch dann das Trackpad und alles deutlich größer. Gibt es dann auch in den Farben Schwarz und
Silber, glaube ich, ist das, beziehungsweise weiß und schwarz, so dieses Space-Grau, was auch immer das ist, das praktisch dann zum iPad Pro auch passt. Ansonsten relativ harmlos, der Apple Pencil ist jetzt praktisch, kann man auch wieder ganz normal dran klipsen, dann wird auch dann geladen. Das größte Highlight eigentlich beim iPad Air und beim iPad Pro ist tatsächlich, dass die Kamera jetzt an der Längsseite ist. Das heißt, wenn ihr das Telefon so haltet, die Kamera ist jetzt nicht mehr, also das Tablet nicht mehr so haltet, die Kamera ist nicht mehr hier, sondern die Kamera ist jetzt hier. Das heißt, es macht es auch deutlich einfacher, wenn man im Landscape-Modus ist, dass man die Kamera deutlich besser verwenden kann. Wenn ihr damit, keine Ahnung, Videokonferenzen macht, irgendwas aufnehmen wollt, wie auch immer, etc., ist das auf jeden Fall deutlich angenehmer, weil die meisten haben das Tablet, glaube ich, im Landscape-Modus. Ich hatte mein Tablet auch ein bisschen Landscape-Modus meistens irgendwas, weil es einfach schön ist, wenn man die breitere Fläche einfach dann hat. Ja, und dann kommen wir zum iPad Pro. Und das iPad Pro hat tatsächlich den M4-Chip bekommen. Also da sind sie praktisch CPU-technisch, Prozessor-technisch beim iPad Pro jetzt allen anderen Apple-Produkten deutlich voraus. Wie gut jetzt der M4 gegenüber dem M3 ist, müsste man tatsächlich mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sprung so exorbitant hoch ist. Der Grund, warum sie einen M4-Chip gebraucht haben, war, dass das Display, das ist das größte Highlight eigentlich bei dem iPad Pro, ist jetzt ein OLED-Display. Das heißt, mit 1000 Nits Peak Brightness und im HDR-Content bis 1600 Nits Peak Brightness, was unglaublich gut ist. Und damit sie die Helligkeit aber schaffen mit diesem OLED-Display, gibt es jetzt das sogenannte Tandem-Display. Das heißt, es sind zwei OLED-Panels, die werden aufeinander geklatscht und das sind praktisch zwei OLED-Displays dann, die übereinander sind. Damit kriegen sie dann die Brightness. Das heißt, jedes Panel für sich ist praktisch von der Leuchtkraft geringer, aber dadurch, dass die zusammengeklappt werden, dass es zwei Panels sind, erhöht sich damit praktisch dann die Helligkeit. Und dafür haben sie eben diesen neuen Chip gebraucht, damit das damit eben entsprechend funktioniert. Was mega cool ist. Und das iPad Pro gibt jetzt auch in 11 Zoll und 13 Zoll eben. Also das gab es ja vorher schon, bloß mit 10,x und 12, irgendwas. Jetzt sind es dann wirklich 11 Zoll und 13 Zoll, also eine schöne gerade Zahl. Es gibt dann noch dieses komische Mesh-Netz tatsächlich, also wo praktisch dann das so ein bisschen angerauter ist, damit es praktisch lichtspiegelnder ist. Das Problem oder Licht unempfindlicher ist, sage ich mal, von der Spiegelung her. Das Problem dabei ist, das gibt es nur, wenn man die 1TB oder 2TB Variante nimmt, also komplett ad absurdum und klingt für mich auch so ein bisschen so, als wäre das Ganze ein Gimmick, wo Apple sagt, wir wollen es eigentlich niemanden verkaufen, außer halt für die bereit sind, halt 3000 Euro für ein iPad zu bezahlen. Die 3000 Euro sind dann praktisch mit dem Magic Keyboard dann. Weil aber das Ganze auch nämlich wirklich absurd, wenn man sich mal da das zusammenstellt, das iPad Pro tatsächlich geht vom Preis her deutlich steiler nach oben, weil das fängt bei, jetzt muss ich kurz gucken, bei 1200 Euro glaube ich an. Genau, bei 1200 Euro fängt das iPad Pro an, im Vergleich das iPad Air sind 700 Euro, das heißt, wir haben 500 Euro Differenz. Wobei man fairerweise hier sagen muss, dass der Speicher schon nicht zu unterschätzen ist, denn das iPad Pro fängt bei 256 GB Arbeitsspeicher an und das iPad Air bei 128 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, ihr bekommt beim iPad Pro in der Basisvariante den doppelten Speicher. Das bedeutet, wenn man das mal so ein bisschen gegen vergleichen möchte, sage ich mal, mit dem iPad Air. Wie gesagt, das geht bei 699 Euro los, die 11 Zoll Variante. Wenn man jetzt aber sagt, man nimmt die 256 GB Variante, ist man bei 829 Euro. Das heißt, das sind jetzt hier praktisch dann 380 Euro, irgendwie sowas, was dann noch oben drauf kommt.
Und dann ist die Diskrepanz gar nicht mehr so groß zum iPad Pro tatsächlich. Also 380 Euro sind tatsächlich ein ganzer Haufen Geld. Auf der anderen Seite, mit dem Speicher, wenn ihr das hat, die Preisdifferenz, je nachdem, was ihr mit dem iPad dann machen wollt, und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich habe, weil ich hätte gerne ein iPad, weil ich habe nämlich gewartet darauf, dass dieses Event endlich mal ein iPad holen kann, und ich bin gerade überlegen, weil ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt für mich nur die 11 Zoll Variante in Frage, weil 13 Zoll ist mir zu groß. 11 Zoll reicht vollkommen. Ich brauche auf jeden Fall Apple Pencil Pro, weil klar, warum nicht? Ich will auch ein Video dazu machen, dann wie der Pencil auch tatsächlich funktioniert, wie das dann ist, wie sich es anfühlt etc. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, was macht das für einen Unterschied? Beziehungsweise, was ist tatsächlich dann dieser Punkt, wo man hergeht? Denn das iPad Pro hat ein cooles Feature, das ist dieses Casting, dass ich praktisch mein iPhone nehmen kann. Ich nehme ein Video auf und das Video geht dann auf das iPad und dann kann ich da praktisch steuern, was ich aufnehme. Und die Idee dahinter ist, dass ich das hier vielleicht für das Studio verwenden kann. Also dass ich praktisch über das iPad dann sage, okay, welche Kamera ist gerade aktiv, dass ich auch die Kamera hier austausche dann und praktisch damit komplett nur noch über das iPhone gehe und praktisch damit dann alles aufnehme. Das heißt, hätte den Vorteil, ich hätte überall sauber meine 4K mit 60 FPS. Ich könnte das beispielsweise über das iPad gleich auf einen extra Storage dann laden. Das heißt, ich muss mich darum über diese Kamera mit der SD-Karte nicht mehr drum kümmern, weil ich einfach eine USB-C-Festplatte mit einer SSD anschließen könnte. Aber ich bin nicht sicher, ob das so von Vorteil ist. Und dann kommt natürlich dann der Punkt dazu, wir haben den, und das kann man ja mal konfigurieren, wenn wir das iPad Air nehmen, ich nehme es mal in Violett, wir haben 256 GB Speicher, weil es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, gerade wenn man das iPad dann verwendet, um, sage ich mal, unterwegs zu sein, Musik runterlädt, viele Netflix-Serien oder sowas, dann könnte man da das wirklich auch ordentlich dann gucken alles. Und zum Zweiten ist da auch was, wo man mehr Speicherplatz bräuchte. Für die, die eh nichts sowas machen, reichen 128 GB, glaube ich, auch. Sollte kein Thema sein. 256 GB ist schon ganz nett. Kostet 230 Euro mehr, aber ist eigentlich ganz nett. Wie gesagt, im iPad Air. Was ich tatsächlich nicht empfehlen würde, ist, und das gilt bei beiden, ich würde nicht die Zellular-Variante empfehlen. Persönliche Meinung. Ich habe mein iPhone eh die ganze Zeit dabei. Das heißt, ich kann einfach den Hotspot am iPhone anmachen und kann darüber über das Tablet dann gehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein iPhone nicht dabei habe, wenn ich mit meinem iPad unterwegs bin, die ist so unfassbar gering, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Also die Zellular-Variante ist unglaublich teuer, die kostet 180 Euro mehr, also 180 Euro Aufpreis oder 170 Euro Aufpreis. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Weil das iPhone habt ihr dabei. Das könnt ihr einfach einen Hotspot anmachen. Seid im iPad drin. Wenn ihr ein MacBook noch habt, könnt ihr das mit reinnehmen. Oder wenn ihr kein iPhone habt, nehmt ihr irgendein euer normales Handy, macht den Hotspot an, geht darüber. Ist, glaube ich, deutlich besser. Plus, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, wenn ihr nicht im WLAN irgendwo seid, wenn ihr im Hotel etc. seid, könnt ihr meistens ins WLAN gehen. Ansonsten habt ihr den Hotspot am iPhone. Und zumindest bei der Telekom ist es so, dass ihr 5 Euro ja pro eSIM bezahlt. Und das ist kompletter Quatsch. Also ich zahle hier für die Uhr, zahle ich die 5 Euro, weil da kann es tatsächlich mal sein, dass wenn ich, keine Ahnung, joggen bin, dass ich nur die Uhr habe und mein iPhone nicht dabei habe, einfach je nachdem, wie ich halt laufe, was ich mache, da habe ich dann meistens nur die Uhr dabei ohne das. Aber am iPad macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, weil da, wo ich mit dem iPad bin, wenn ich irgendwo im Zug bin, wenn ich im Hotel bin, wenn ich im Urlaub bin, im Auto, also als Beifahrer, ich habe immer mein iPhone dabei. Wenn ich im Büro Meeting sitze, habe ich WLAN. Ansonsten habe ich mein iPhone auch dabei, auch in den Meetings. Weiß ich nicht, wozu man die Zellular-Variante braucht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was euer Use Case wäre, ein Zellular-Modem zu haben. Außer tatsächlich, man sagt, naja, man möchte immer komplett zu 100% autark sein, aber da wäre es mir das Geld irgendwie auch nicht wert. Aber keine Ahnung, schreibt es nochmal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, auf jeden Fall, wir machen das Ganze natürlich ohne Gravur. Dann nehmen wir den Apple Pencil Pro mit dazu. Und dann nehmen wir, so, wo ist es?
das Magic Keyboard. Und das Magic Keyboard ist praktisch das alte. Das nehmen wir in schwarz dazu. Und dann sind wir beim iPad Air bei 1327 Euro. Und da ist jetzt dabei das iPad Air mit 256 GB Speicher. Ohne Cellular. Wir haben den Apple Pencil Pro und wir haben das Magic Keyboard. Sind wir bei 1327 Euro. Das ist unglaublich viel Geld. Das Magic Keyboard ist, glaube ich, einfach nur ein schönes Gimmick. Weil witzig. Beim iPad Pro hingegen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das habe ich noch verschwiegen. Ein Highlight ist nämlich beim iPad Pro, es ist unglaublich dünn. Es ist das dünnste iPad oder das dünnste Apple-Produkt, das je gebaut wurde, mit 5,6 mm. Und das Problem dabei ist aber, dass ich die Befürchtung habe, dass das iPad sich verbiegt, weil es so dünn ist. Aber es ist unglaublich leicht dadurch und es ist unglaublich klein und schmal. Und dann, wenn man das Magic Keyboard dazu mitnimmt, ist das iPad nicht so unfassbar dick, sondern es ist deutlich, deutlich dünner. Das heißt, ich habe meine Hülle damit rum. Eine sehr teure Hülle, möchte ich betonen. Aber es ist praktisch dann mit der Tastatur fast so dick wie das jetzige iPad Pro. Beziehungsweise ein bisschen dicker dann noch. Aber auch das neue, die neue Tastatur ist dünne. Und das macht tatsächlich dann schon ein bisschen was aus, weil ich bin jemand, ich mag das nicht, wenn das so klobig alles ist. Und darum bin ich da so ein bisschen am Überlegen. Aber wenn wir uns das Ganze mal zusammenschauen, so 1329 Euro war das vorhin mit dem iPad Air. Und das iPad Pro gibt es ja leider nur in schwarz und weiß. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal zusammenklicken hier, dann sind wir bei 1697 Euro für das iPad Pro. Also, auch mit Stift. Also wir haben das iPad Pro mit 256 GB Speicher. Wir haben den Apple Pencil Pro und wir haben das Magic Keyboard. Und jetzt sind wir praktisch dann bei dem Punkt aber, wo es nur in Anführungsstrichen 300 Euro Preisunterschied sind zum iPad Air. Mit derselben Größe, demselben Speicher. Haben wir mit den 300 Euro mehr, oder sagen wir 350 Euro mehr, haben wir tatsächlich einen schöneren Vorteil, finde ich, weil ich könnte hier diese Kamerasteuerung machen. Glaube ich zumindest, dass es so funktioniert. Mit dem OLED-Display, es ist dünner, es ist leichter, hat gegebenenfalls eine bessere Akkulaufzeit, beziehungsweise wird vermutlich identisch sein, weil es gleich die Größe ist. Und darum kann ich mich nicht entscheiden. Aber es ist unglaublich teuer. Und für 1700 Euro und 1350 Euro, machen wir es mal so, ist das Problem aus meiner Sicht, für dieses Geld kann man sich auch ein Notebook kaufen. aber ein iPad ist irgendwie, gerade zum Zeichnen ist es halt schön, oder zum Malen, oder wenn man was macht. Das ist eigentlich mein Hauptgrund, ich brauche irgendwas zum Zeichnen, zum Malen, weil das fehlt mir aktuell tatsächlich und mein Surface ist, es kommt langsam ein bisschen an die Grenzen, was die Performance angeht. Drum das iPad mit den cooleren Apps. Aber ich glaube, für jeden Standard 0er15-User lohnt sich das iPad Pro auf gar keinen Fall. Und darum bin ich auch so überlegen. Und für den Preis von diesen Magic Keyboards übrigens kriegt man fast ein Einstiegs-iPad. Möchte ich auch mal kurz erwähnen. Das ist auch komplett absurd. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ja. Drum ist die Frage, wie es weitergeht. Es sollen wohl dann im Herbst sollen dann das iPad Mini angeblich noch folgen. Also da soll es praktisch dann ein neues, normales iPad geben. Und hier habe ich gerade den Preis nochmal. 429 Euro kostet das Einstiegs-iPad. Mit 64 GB Speicher tatsächlich nur. Wenn man es mit 256 GB haben will, ist man bei 600 Euro. Und dann muss man tatsächlich sagen, dann lohnt sich das normale iPad nicht mehr für 256 GB, sondern dann würde ich halt gleich sagen, okay, je nachdem, was ihr wie gesagt macht, holt euch vielleicht das iPad Air mit 128 GB, kostet ein Huni mehr, aber habt damit das deutlich bessere und modernere Gerät dann. Ist spannend. Der iPad-Markt macht überhaupt gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Es ist komplett bescheuert. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist wieder alles irgendwie so halb komisch, weil das iPad Pro ist jetzt dann
dünner und leichter als das neue iPad Air. Warum auch immer, weil das MacBook Air ist auch leichter als das MacBook Pro. Aber ja, keine Ahnung. Wollten sie wohl irgendwie künstlich eine Differenzierung dann schaffen. Aber ja, das ist so grob die Zusammenfassung. Zwei neue iPads, ein neuer Pencil. Software-Features werden auf der Developer-Konferenz kommen dazu, werden da announced. Soll im Juni irgendwann dann sein, ist die. Bin ich sehr, sehr gespannt tatsächlich, wie es damit dann weitergeht. Auf jeden Fall, das war mal kurz mein schöner Talk dazu, zu dem ganzen Thema. Lasst mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare, ob ihr euch ein iPad holt, wenn ja, welches und warum. Und gerne auch Feedback da lassen, was ihr glaubt, was besser zu mir passt, das iPad Air oder das iPad Pro. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich werde auf jeden Fall, wenn das iPad da ist, werde ich dann entsprechend ein Video dazu machen, auch zu dem Pencil etc. Ob ich das Magic Keyboard sofort kaufe, I don't know. Es ist eher die Frage, wie ich das Ganze dann verwenden will, beziehungsweise wie ich das Ganze benutze. Hätte natürlich den Vorteil, ich kann es halt sowohl als Tablet verwenden, als auch dann als kleiner PC zum Tippen, wie auch immer. Ob das sinnig ist, keine Ahnung, aber ich nehme den Content mit. Vielleicht. Von daher, lass mich überraschen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten natürlich auch gerne Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Das hilft mir natürlich sehr. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Restsonntag und bis nächste Woche zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.